beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Bau von Zupfinstrumenten, ihrer Geschichte und der Entwicklung bis heute. Du hast deinen Meistertitel im Zupfinstrumentenmacher und bist freiberuflich auf Rufen tätig. Aber wie bist du überhaupt dazu gekommen, Instrumente zu bauen? Also ich habe schon immer gerne musiziert und mit Holz gearbeitet. Als kleiner Junge stand ich gerne auf Maulwurfshügeln, die für mich die größte Bühne der Welt waren. Da habe ich ein paar Liedchen rumgetrellert und auf der Mundharmonika rumgespielt. Was man so spielen nennen kann, also so ein bisschen reinpusten und kam was raus. Ich habe mich natürlich tierisch gefreut, meine Eltern auch. Die fanden das natürlich auch sehr lustig zu dem Zeitpunkt. Und das Experimentieren mit Tönen hat seit dem Zeitpunkt eigentlich auch nie wieder aufgehört. Ich denke, ich war so 7 oder 8 Jahre alt. Genau weiß ich das auch nicht mehr. Also wie gesagt, sowohl durch das Musizieren als auch durch die Freude mit dem Holz zu arbeiten, bin ich dann zum Instrumentenbau gekommen oder darauf gekommen, diesen Beruf zu erlernen. Ich bin auf der Suche gewesen nach Instrumentenbauern, die mich ausbilden, habe aber keine gefunden, da viele keine Ausbildung machen oder Familienbetriebe sind und ihre eigenen Leute halt ausbilden. Oder aber sie hatten schon Lehrlinge, also nach gefühlten 1560 Absagen des Aufgebens schon sehr nahe, ich hatte schon gar keine Lust mehr, das war schon alles schon ziemlich nervig so, habe ich einen heißen Tipp bekommen von jemand und dem bin ich nachgegangen und bin so letzten Endes in der Berufsfachschule für Musikinstrumentenbau in Magdeburg in Klingenthal gelandet. Durch die Liebe bin ich nach Wittenberg gekommen, habe da eine Musikschule eröffnet mit einer kleinen Gitarrenbauerwerkstatt dran. Das zog mich dann aber nochmal wieder raus in die Welt und bin in Spanien auf einer kleinen schönen Insel gelandet, wo ich meine Fertigkeiten und Fähigkeiten noch vertieft habe. Vor 3 Jahren bin ich wieder hergekommen, seitdem bin ich bei der DOA. Und habe auch vor, hier zu bleiben, habe hier meine kleine Werkstatt eingerichtet für die ganzen Musiker, die kaputte Instrumente haben hier in der Region. Die können gerne zu mir kommen, sich die Instrumente reparieren lassen, die können sie auch neu bauen lassen. Oder wer schon immer mal ein Instrument bauen wollte, kann auch gerne an einem Baukurs teilnehmen, um dieses schöne Handwerk auch einfach mal zu erfahren. So, da habe ich mal was vorbereitet. Also, womit fange ich denn jetzt an? Das hier, das ist eine Dulcimer. Also Dulcimer ist ein recht altes Instrument, wurde bei den Bauern viel gespielt seinerzeit. Ist entstanden eigentlich nur aus einem einfachen Brett mit Saiten drauf. Ja, also das Dulcimer wird, wie man sieht, im Sitzen gespielt, auf dem Knie. Man kann aber auch sich einen Gurt dranhängen und das Ding im Stehen spielen. Welches war das erste Instrument, was du gebaut hast? Oh, das erste Instrument. Da war ich 11 oder 12, muss ich gewesen sein. Es war tatsächlich eine Gitarre aus Pappe. Der Klang war, naja, wollen wir nicht so drüber reden, wie der Klang war. Die zweite Gitarre, die habe ich mir dann schon aus Holzbrettern zusammengenagelt, Angelsehne drauf und der Klang war da, aber Stimmung und so, das war noch nicht so, hatte ich noch nicht so die Ahnung, das musste ich alles erst noch lernen. Ja, das war so das erste Instrument, was ich eigentlich gebaut habe, eine Pappgitarre. Jedes Instrument hat seinen individuellen Charme. Was zeichnet den unterschiedlichen Klang aus? Die Hölzer natürlich. Bei den Gitarren speziell ist die Decke 70-80% verantwortlich für den Klang. Und die anderen Prozent machen die anderen Hölzer aus. Die Korpushölzer, der Halshölzer, Griffbrett, Steg, Materialien. Die Decke soll vorzugsweise stabil sein,
eine sehr gute Ansprache haben, vom Ton her und leicht. Für die Decken haben sich die Materialien Zeder und Fichte etabliert im Gitarrenbau. Die Fichte ist sehr obertonreich und die Zeder ist sehr basslastig. Für die Korpushölzer nehme ich gerne regionale Hölzer, gerne auch Hölzer von hier, von Rügen. Wir haben hier sehr schöne Bäume wie Esche, Ahorn und Eiche. Auch einige Obsthölzer. Tropenhölzer fallen bei mir ganz weg. Ich kann Billiglohnarbeiter, Korruption und Raubbau, das kann und will ich einfach nicht unterstützen. Gibt es denn für unterschiedliche Zupfinstrumente unterschiedliche Hölzer? Ja und nein. Es kommt immer darauf an, was gewünscht ist, also welche Musik ich auf dem Instrument spielen möchte. Für Stahlseiteninstrumente, also sprich Westerngitarren, wird vorwiegend Zedernholz für die Decke benutzt, weil sie halt, wie gesagt, einen sehr basslastigen Klang hat, auch noch eine sehr leichte Ansprache. Für klassische Gitarren werden die Fichtendecken bevorzugt, durch ihren Obertonreichtum und ihre Klarheit am Klang. Die Korpusmaterialien, bin ich der Meinung, spielen weitestgehend eine untergeordnete Rolle. Also sie sollten auf keinen Fall Weichhölzer sein wie Linde oder Balsa oder sowas. Sondern eher schon Harthölzer wie Eiche, Esche, Ahorn, genau. Aber bevor du das Holz verbaust, muss es ja lange lagern, viele, viele Jahre. Und wie viel Zeit steckst du oder fließt in den Bau eines Instruments? Na, wenn man bedenkt, dass eine Gitarre aus so circa 125 Einzelteilen besteht und ich die Gitarre jetzt, wenn ich sie von Hand baue, wenn ich alles von Hand herstelle, dann brauche ich inklusive Shellack-Auftrag 1-2 Monate, um ein Instrument herzustellen. Mit Maschinen, je nachdem wie viel Maschinen ich einsetze, die Hälfte der Zeit oder weniger. Ich in meinem Betrieb setze so viel Maschine wie nötig ein und so wenig wie möglich. Für wen baust du die Gitarren? Für wen baue ich die Gitarren? Ich baue die Gitarren hauptsächlich für Musiker, also für Profi-Musiker, Semi-Profi-Musiker, für Studenten und Schüler baue ich diese Instrumente, aber auch für Sammler. Also für jeden, der sich für Gitarrenbau interessiert und selber mal gerne eine bauen wollte oder sich bauen möchte, der kann gerne zu mir kommen. Ich gebe Baukurse. Da kann man das Handwerk reingucken. Nicht nur reingucken, kann auch selber Hand anlegen, sich die Zargen biegen. Also im Rohmaterial sieht die Zarge so aus. Einfach nur ein Brettchen oder zwei Brettchen. Nach dem Liegeprozess und der Verleimung sieht das Ganze dann so aus. Das Rohmaterial von den Decken und den Böden, das sieht so aus. Nachdem die Leisten aufgesetzt worden sind auf dem Boden und die ausgearbeitet worden sind, sieht das Ganze so aus. Von der Innenseite. Wenn wir das mal drehen, so sieht es dann von außen aus. Und die Decke, die hier ist jetzt noch nicht beleistet. Aber da ist der Anfang schon mal gemacht für einen Schallochring. Das wird hier nachher noch ausgeschnitten. Das Weiße bleibt, da bleibt ein kleiner weißer Rand stehen. Und das Schallloch ist dann nachher da drin. Und von der anderen Seite haben wir schon mal eine kleine Verstärkung aufgesetzt, die eben dazu dient, das Ganze etwas haltbarer zu machen. Und das Schallloch an und für sich zu verstärken, damit der Ton dort auch präziser austreten kann. Dann geht es weiter bei den einzelnen Schritten, wenn das Instrument zusammengesetzt ist und der Hals ausgefertigt ist, ausgearbeitet ist. Das wäre dann jetzt der Hals. Das wäre jetzt
Der Korpus soweit fertig. Diese hier ist schon fast fertig. Der ist schon. Da ist schon der Hals dran. Der ist schon dran geleimt. Hier fehlt dann noch der Steg. Und die Endarbeiten halten. Ja, die Bünde fehlen auch noch. Die müssen auch noch dran. Und später dann nachher, nach dem Lackieren, die Mechaniken. Anschließend wird die Intonation noch eingestellt und die Seitenlage durchgestimmt und dann kann losgehen. Du hast vorhin schon gesagt, dass du keine Tropenhölzer beziehst. Also du machst viel für Naturschutz, beteiligst dich an Baumpflanzprojekten, arbeitest nachhaltig und ökonomisch. Was möchtest du der Natur zurückgeben? In erster Linie gebe ich das zurück, was ich ihr entnehme. Also ich entnehme eher Bäume. Und dadurch, dass ich die Baumpflanzprojekte unterstütze, gebe ich ihr einen Teil der Bäume wieder zurück. Das Ganze erfolgt über Spenden. Das heißt, jede Gitarre, die bei mir erworben wird, beziehungsweise auch der Baukurs, den ich abhalte, dafür natürlich auch bezahlt wird. Davon geht ein Teil als Spende an Baumpflanzprojekte, genauso wie in den NABU, also in den Naturschutzbund, die sich ja um den Erhalt der Natur kümmern, die sich da sehr stark einsetzen. Des Weiteren produziere ich so wenig Müll, wie es geht. Daher eben auch meine Hölzer regional beziehen. So wenig Plastikmaterial, wie es geht. Arbeite halt auch mit Natur, Lacken und Leim. Verzichte auf Spritzkabinen. Durch diese Dinge trage ich halt, denke ich, ein bisschen was dazu bei, um unsere Natur zu erhalten. Denn ohne unsere Bäume, ohne Natur können wir als Menschen einpacken. Und die anderen Lebewesen auch. Ist das, was ich vorhin angesprochen habe, dieses Instrument, das drei beherbergt. Drei Instrumente insgesamt. Und da haben wir auf der einen Seite, auf dieser Seite, das Monochord. Wie gesagt, das sind mehrere Saiten, ich glaube 26, auf diesem hier, die auf einen Ton gestimmt sind. So, auf dieser Seite haben wir die Coda dran. Und die Tambura.